Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Shakes and Fidget Video. Ja, wie ihr es vielleicht schon am Thumbnail, am Titel oder sonstiges gesehen habt. Oh, hier muss ein Update installiert werden, das ist ja interessant. Ja, ein neues Shakes and Fidget Video, und zwar es gibt was ganz Besonderes. Deswegen wurde ich gefragt, ob ich ein Video dazu machen kann. Es handelt sich um ein produktplatziertes Video, wie ihr vielleicht unten schon angezeigt bekommen habt, ne? Das heißt, ich bekomme eine kleine Entlohnung dafür. Aber ich würde euch das trotzdem ganz gerne zeigen. Nicht nur deswegen, sondern auch trotzdem ganz gerne zeigen, weil wir eben relativ lange auch Shakes and Fidget gespielt haben. Ich noch zwei aktive Chars habe und so weiter und so fort. Also mehr oder weniger aktive Chars, sagen wir es mal eher so. Eher weniger zurzeit, weil ich eben keine Zeit habe. Aber ganz andere Geschichte. Und zwar, Shakes and Fidget, ne, wird 8 Jahre alt. Der ein oder andere hat es schon mitbekommen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, loggt euch einfach mal wieder ein. Ja. Denn es gab Post. Shakes and Fidget wird 8 Jahre alt. Ich habe mir hier alle Specials und Features mal auf den zweiten Monitor gelegt, dass ich auch nach Möglichkeit jedenfalls nichts nicht vergesse, euch das zu sagen, hier irgendwas zu erzählen. Und zwar, dadurch, dass Shakes and Fidget 8 Jahre alt wird, gibt es natürlich einen Preis zu gewinnen, beziehungsweise eine Verlosung. Und das wird ein goldener Mushroom sein. Also ein, ich glaube, 24 Karat vergoldet oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann ja nochmal schauen, da steht nämlich bei, ne, 14 Karat. 14 Karat vergoldet, und es ist eine Einzelanfertigung. Das Teil gibt es wirklich nur ein einziges Mal auf der Welt. Den könnt ihr gewinnen. Jetzt ist natürlich die Frage immer, wie hoch ist die Chance, dass man so ein Teil gewinnt, weil es spielen ja unglaublich viele Leute Shakes and Fidget. Fakt ist eins, das Teil, oder die, also diese goldene Statue soll 25.000 Euro wert sein. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie das gute Stück aussieht. Das ist der goldene Mushroom. Da sieht man hier unten vielleicht auch schon diese Ausschrift, der goldene Mushroom, 8 Years of Shakes and Fidget. So, genauso sieht das gute Stück aus. Hier sieht man nochmal den Kasten von etwas weiter weg. Was mich mal interessieren würde, ist, ich weiß es, also weil ich es nicht weiß, ist, wie groß ist das ganze Teil? Ist der so groß? Keine Ahnung, ist eine goldene Statue, die du in den Garten stellen kannst? Nee, das glaube ich fast nicht. Aber weißt du, wie ich meine? Das würde mich echt mal interessieren. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Müsste man mal schauen. Ich weiß es gerade aktuell nicht. Was wollte ich noch sagen? Und zwar, genau, man hat eben eine E-Mail gekriegt, und dann kann man sich anmelden. Man muss 14 Jahre alt sein, und hier ist eben auch nochmal der goldene Mushroom im Wert von 25.000 Euro. Wenn man hier teilnehmen will, muss man das ganze Zeugs ausfüllen. Der Anmeldeschluss der 21.07., da habt ihr also noch gut Zeit. Das passt also. Ja, so sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Das ist ziemlich cool. Als Verlosung gibt es aber noch obendrauf 25.000 Pilze. Insgesamt, ich weiß nicht, wie die aufgeteilt werden. Keine Ahnung so richtig. Aber 25.000 Pilze sind auch noch dabei. Was ja relativ viel ist, weil ich weiß gar nicht, was Pilze kosten aktuell. Ah, okay, man kriegt für 100 Euro 3.000 Pilze. Ja, lecko mio. Dann sind 25.000 natürlich schon reichlich. Ja, es ist aber noch was gestartet nebenbei. Und zwar läuft ein Monat lang ein neuer Server. Und zwar ein Speed-Server. Der ist aber nur, Moment, ich kann euch da auch nochmal ganz genaue Daten sagen. So, genau, der Speed-Server läuft ab dem 23. Juni. Das heißt, er ist leider schon ein paar Tage aktiv. Insgesamt 30 Tage. Mit doppelter Geschwindigkeit. Deswegen Speed-Server, das einmal dazu. Und alle Aktionen haben eine geringere Wartezeit. Also ihr könnt zum Beispiel, die Bauzeit der Festung ist nur die Hälfte. Die Erfahrungspunkte sind nur die Hälfte. Gold ist nur die Hälfte. Ach nee, Moment, das gesammelte Gold, die Erfahrungspunkte und das gesammelte Gold ist das Sechsfache. Da habe ich euch gerade Blödsinn erzählt. Das ist das Sechsfache sogar. Deswegen würde ich sagen, kann man hier das mal einfach mal starten. Dauert 22 Sekunden, ey, das ist natürlich nice. Nach 30 Tagen wird der Server wieder geschlossen. Und das Krasse an der Sache ist, und zwar die besten 30 Einzelspieler und die erfolgreichsten 30 Gilden werden auf der Startseite von Fakes und von Shakes und Fidget verewigt. Holy, ist das laut.
Warum ist das so laut? Ja. Werden auf der Stadtseite verewigt. So. Okay, wartet mal, dann schießen wir hier gleich schon mal los. Okay, ja, das ist natürlich ganz interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Leute spielen jetzt hier? Also in der Ehrenhalle bin ich aktuell auf Platz 55.500. Ich glaube, es sind aber, Moment, was bin ich jetzt? Besser als 17,84. Also sind quasi nur 82% der Spieler. Also 55.000 sind 82%. Keine Ahnung, irgendwas um die 65.000, irgendwas um die 65.000 Spieler oder so. Gleich mal von Stufe 1 auf Stufe 3. Ist natürlich auch nice. Aber das ist ganz cool, so ein Speedserver mal. Das macht auf jeden Fall Spaß. Kann man mal machen. Also, wie gesagt, da kann man hier mal gut einen durchbredeln. So, sind wir direkt auf Stufe 4 schon. Und ja, es gibt halt eben tausend Sachen, die man hier machen kann. Natürlich die ganzen Sachen, die man eben auch sonst machen kann. Gilde können wir, brauchen wir aktuell nicht. Du kannst deine eigene Festung erbauen, das bringt ja vorne. Geht aber noch nicht, oder? Nee. Ja, Stufe 25. Gut, sollte jetzt hier nicht das Problem sein. Dungeons, wo geht's da so? Da muss man ja wieder erst den Schlüssel finden und so weiter und so fort. Ja, so sieht's einfach aus aktuell. 75 gibt's das, die Pets, der Zauberladen ist auch schon am Schlüssel. Da kann man sich schon ein paar Sachen snacken. Und ich find's eine coole Aktion. Ich find's auch cool, dass Shakes and Fidget generell immer für was Neues offen ist. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, das wäre nämlich echt mal ganz cool. Schreibt mir mal auf jeden Fall mal in die Kommentare, auf welchen Server ihr spielt, oder beziehungsweise nicht auf welchen Server ihr spielt. Viele spielen ja ganz viele verschiedene Server. Das ist echt zu krass. Also Shakes and Fidget ist so ein Game, wo man, ich finde, das ist ein Phänomen, wo man immer wieder auch Lust hat, mal neu anzufangen. Also einfach mal den Server zu wechseln, neu anzufangen. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist schon ziemlich krass. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, was ist euer höchster Char, den ihr habt. Also ich glaube, mein höchster Char, Shitter, kann ich euch jetzt gar nicht sagen, Moment, holla die Waldfee, kann ich euch jetzt, warte mal, also 23 Tage läuft der Speedserver noch, warte mal, was, wer sich nicht traut, fährt was Gold und Ehre lebensgefährliche Wettkämpfe auszutragen, ist kein echter Held. Arena, ja, achso, das ist die Arena hier, die angezeigt wird, das stimmt natürlich, so. Okay, dann haben wir quasi das nächste. Wow, sind wir direkt bei Level 6 schon. Ey, das ist der Hammer. Das geht ja echt flink. Das geht wirklich flink. So. Sehr gut. Wir haben auch schon 21 Gold, was auch ziemlich laut ist. Das ist wirklich krass. Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall Geschick, ey. Wir sind ja hier der Kundi. So, können wir mal ein bisschen Geschick pimpen hier. Zack, zu wenig Gold, war klar. Aber das ist echt krass. Also es ist echt krass. Wie viele haben wir? Eine haben wir bis jetzt. Treibsanduhr. Da kann man das hier überspringen. Ne? Kennt ja auch jeder. So, aber das ist einfach das, was ich euch mal sagen wollte. Euch einfach mal vorstellen wollte. Es wäre echt cool, wenn ihr mich auch ein bisschen unterstützt. Wenn ihr Bock habt, meldet euch einfach an. Ihr findet unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall auch die Links. Ihr findet Links zum Gewinnspiel und so weiter und so fort. Wenn ihr einen Shakes and Fidget Account habt, dann könnt ihr natürlich... Warte mal, da muss ich jetzt mal ganz kurz was schauen. Guck mal, sind wir schon 26%. Ah, 67.000 Spieler. Rang 49.000 von 67.000. Also war ich gar nicht so schlecht. Warte mal, Ehrenhalle. Gilden, okay. Helden, ja, das Problem ist jetzt... Komme ich jetzt nicht. Ah, schade. Aber es ist noch keiner? Doch, sind natürlich schon welche. Oh, Festung, Alter, es ist zu heftig, ey, Junge. Wenn die Leute abgehen, ey, das ist zu krass. Also, ich, ganz ehrlich, also, es macht mal mega Laune, diesen Speedserver zu spielen, ne, meine Meinung. Also, ich werde hier ein bisschen spielen, aber ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht. Also, ich glaube, wenn du hier nicht ab der ersten Minute dabei bist, also, erstmal Top 30 Spieler ist ja sowieso ziemlich krass. Was aber geht, ist die Top 30 Gilden. Ich glaube, das kann man schaffen. Ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube, die Top 30 Gilden ist machbar. Wenn ihr eine coole Truppe habt oder so, und macht hier, wir können das eigentlich, könnten wir das sogar probieren, mit dem, mit der Community hier unter die Top 30 Gilden zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gilden es hier gibt. Es wird wahrscheinlich schon turbisch viele schon wieder geben. Aber es ist natürlich auch noch 28 Tage, ne? Da muss ich ja voll durchziehen. Oder 23 Tage sind es noch. Da muss ich ja hier echt krass durchziehen, Alter. Guck mal hier, 2000. Es gibt schon wieder. Es gibt schon wieder mega viel. Gut, das ist natürlich Ehre. Alles 100 hier. Das. Da überspringst du halt auch gleich mal 1000 Gilden zu Beginn. Oder 2000 Gilden. Aber wie ihr seht, wow. Es gibt schon über 5000 Gilden, ey. Das ist ja der Hammer. Der wirklich jeder eine Gilde oder was? Ja, gut, klar. Bist ja Rogizugi Level 25, ne? 2 Minuten. Komm, sie überspringen wir mal direkt. Yeah. Level 9, also das hatte ich auch noch nicht, ey. Echt zu krass. Ja. Warte mal, wir können es ja mal. Genau, 6418 Gilden gibt's. Das ist krass. 6418 Gilden, ey. Jeder 10. Spieler hat eine Gilde gegründet. Wow. Da musst du erstmal Spieler in deine Gilde bekommen, ey. Naja, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall macht das. Verewigt euch auf der Shakes and Fidget Seite, Leute. Da könnt ihr auf jeden Fall, ne, jetzt hier nochmal ein bisschen reinhauen. Ob die 23 Tage noch reichen, ist schwierig. Wenn ihr eine coole Truppe seid, bin ich der Meinung, kann man es noch schaffen. Aber es wird schwer. Zumindest mit den Gilden. Als Einzelspieler glaube ich nicht mehr. In diesem Sinne aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst mir das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und unterstützt mich ein bisschen. Helft mir das Video zu teilen. Und ich bin erstmal raus. Bis dahin. Euer Manus. Tschüss. Und viel Erfolg beim Gewinn der goldenen Statue. Ich werde mich anmelden. Bis dahin. Tschüss.